Wir sind hier vor einer Futterkiste für unsere Bären im Zoo. Wir haben Brillenbären und die Vorgabe war da, dass man freie Kapazität erhalten kann für den Tierpfleger, dass er andere Aufgaben auch übernehmen kann und nicht ständig Futter verteilen muss in der Anlage. Es gibt insgesamt 6 solcher Futterkisten auf 3 Anlagen verteilt und der Bär hat da die Möglichkeit, selber Futter herauszuholen. Die Funktionsweise, wie das geht, ist so, dass wir im Hintergrund, hinter dieser Fläche, eine Antenne installiert haben. Unsere Bären haben einen Chip in der linken Schulter. Und wenn sie da mit der Schulter an diese Stelle gehen, man sieht das auch sehr schön, dass das genutzt wird, wird der Bär registriert und es wird abgefragt, ob er Futter erhalten darf oder nicht. Es ist so, dass nicht jeder Bär immer zur selben Zeit Futter bekommt, sondern das wechselt ständig, damit das auch ein bisschen ein Spiel wird für den Bären. Nicht, dass er weiß, ah, wenn die Sonne am höchsten steht, dann bekomme ich immer Futter und am Abend, wenn es dunkel wird, dann gibt es nichts mehr, sondern das variiert über die Tage verschieden. Das Futter, das er bekommt, das sind solche Pellets. Das ist nicht wahnsinnig viel, was er kriegt aufs Mal, auf eine Menge, also wenn er eine Auslösung macht und herauskommen tut das da vorne, das gibt so einen Transportschneck, also kann man sich vorstellen wie eine große Schraube, die dreht und durch die Drehung werden diese Futterpellets nach vorne transportiert und fallen dann aus der Kiste heraus.